Hey Leute, was geht? Euer Tom hier am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, und willkommen zu diesem Video, wo wir einmal meine persönliche, ja, so Top 11 angucken, wo ich so ein bisschen, ja, ein bisschen nach Leistung gehe, aber mehr so nach Sympathie. Wie habe ich die Spieler oder mochte ich diese Spieler oder beziehungsweise das sind alle Spieler, die ich so mochte und ja, die einfach so ein bisschen meine Lieblinge waren. Wir gehen aber auch auf jeden Fall so ein bisschen nach Leistung und natürlich auch so ein bisschen nach Historie. Mein paar Spieler, mit denen sind wir aufgestiegen und so, da hat man noch mal eine ganz andere Bindung zu Spielern, die irgendwie 3, 4 Saisons bei uns waren, aber da nicht irgendwie was Zählbares rumgekommen ist. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, das werdet ihr auf jeden Fall jetzt sehen. Ich habe mich für ein 4-4-2 entschieden. Ihr werdet jetzt hier irgendwo eine Grafik eingeblendet sehen. Da fangen wir auf jeden Fall dann mal mit dem Torwart an. Ja, und im Tor habe ich tatsächlich einen Spieler, der aktuell bei der Fortuna spielt und das ist Florian Kastenmeier. Ich glaube, mit Flo haben wir einen Keeper und vor allen Dingen einen beständigen Keeper, der jetzt die letzten Jahre auf jeden Fall gezeigt hat, warum er verdient auf dieser Position. Ja, für Jahr immer das Vertrauen bekommt, auch die Nummer 1 zu sein. Die Torwartposition war ja nie leicht bei uns, gab immer viele Probleme, auch ja generell viel immer gewechselt, auch in den Saisons viel gewechselt, viel Machtkampf gewesen und das ist auch auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich finde mit Flo Kastenmeier hat man auch einen ja sehr sympathischen Typ, man muss einfach mal so ein bisschen ja die Kanäle von Fortuna mal abchecken und so Tage der Woche und so, die Fragen sind immer sehr lustig und vor allen Dingen wie die dann immer drauf antworten und gerade Kastenmeier ist da einer, der ja immer einen zum Lachen bringt, immer einen lustigen Spruch drauf hat und ich kann mir einfach vorstellen, dass er privat einfach auch eine coole Socke ist, so. Ja, ist für mich auf jeden Fall hier der beständigste Keeper so in den letzten Jahren von Fortuna. Ich gehe natürlich auch so ein bisschen, ja, nach dem, was ich so halt mitbekommen habe. Ich bin 27 Jahre alt, das heißt, hier wird jetzt kein Klaus Allofs oder so in der Liste dabei sein. Hier werden natürlich nur Spieler dabei sein, die ich so ein bisschen mitverfolgt habe, die in meiner Ära sozusagen bei der Fortuna auf jeden Fall am Start waren. Dann kommen wir zu meinem Rechtsverteidiger und hier habe ich tatsächlich auch einen Spieler, der aktuell bei der Fortuna ist. Ja, ich fand so auf der rechten Verteidigerposition gab es jetzt nicht so viele Alternativen, die ich so jetzt in meiner Ehre hätte nennen können. Was gab es da? Ein Julian Schauerte, ein Tobias Levels, ich glaube ein Kahn Eihan könnte man vielleicht noch nennen. Habe mich aber hierfür natürlich Matthias Zimmermann entschieden. Gestandener Zweitliga-Profi bei der Fortuna geworden. Hat bei Stuttgart damals nicht so, ja, so richtig den Anschluss gefunden an die Profimannschaft und ja, bei Fortuna voll eingeschlagen. Ich glaube, geht jetzt in seine 6. oder 7. Saison mit der Fortuna. Ist auf jeden Fall schon so lange dabei und immer wieder gesetzt, auch wenn er Spieler auf der Position hatte, die sich die Position mit ihm streitig machen wollten, hatte sich immer gut durchgesetzt. Ja, und ist auch einfach ein absoluter Publikumsliebling. Also, wie er immer dann Zweikämpfe gewinnt und dann immer sofort die Faust hebt und die Fans mit antritt und so, ist natürlich einfach schön zu sehen und ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, auch sehr viel Gefallen findet bei vielen Fans bei der Fortuna. Deswegen ist er hier auf jeden Fall bei mir gesetzt als Rechtsverteidiger. Dann kommen wir zu meiner rechten Innenverteidigerposition. Ja, und bevor jetzt hier gleich ein Aufschrei kommt, ich nehme nur Spieler aus dem aktuellen Kader. Ich muss diesen Spieler nennen, weil er einfach mein absoluter Lieblingsspieler ist bei der Fortuna. Und deshalb gehe ich auf jeden Fall hier mit Jamil Siebert. Ist für mich auf jeden Fall hier, ja, da komme ich nicht drum rum, den zu nennen. Natürlich gibt es ja auch viele Alternativen wieder, die man nennen kann. Sehr viele coole Spieler und wir kommen auch gleich auf der linken Innenverteidiger zu einem ganz coolen Mann. Aber ich komme einfach nicht drum rum, Jamil Siebert zu nehmen. Ist für mich einfach mein Lieblingsspieler. Hab gerade das Trikot von ihm an. Da stehe ich sogar einmal auf und zeige es euch so. Ja, und das ist für mich einfach ein sehr, sehr guter Junge. Für mich auch einer, der für die Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr wichtig wird für die Fortuna. Und generell glaube ich auch für den deutschen Fußball. Ich glaube nämlich, dass der da auf jeden Fall auch einen guten Anschluss finden wird. Spielt ja, glaube ich, schon irgendwo in den U-Mannschaften. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es U21 ist. Ich glaube ja, in der U21 müsste er, glaube ich, am Start sein. Ja, und das ist tatsächlich für mich auch ein Spieler. Ich glaube, in den nächsten Jahren darf Fortuna sich da auf jeden Fall nicht beschweren, wenn der weg ist. Weil das wird auf jeden Fall ein Spieler sein, der ja das Potenzial hat, auf jeden Fall Bundesliga zu spielen und auch auf jeden Fall so für Deutschland auch zu spielen und ja, da müssen wir mal sehen, ist ja auch nur ein junger Kerl. Ja, und wie gesagt, mein absoluter Lieblingsspieler aktuell bei der Fortuna und den muss ich auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Dann kommen wir zum linken Innenverteidiger und hier habe ich dann endlich mal einen Spieler, der so ein bisschen älter ist, beziehungsweise schon länger nicht mehr bei der Fortuna spielt und das ist Jens Langenecke. Ich glaube, hier komme ich auch nicht drum rum, Jens Langenecke zu nennen. Absolutes Urgestein der Fortuna, beziehungsweise hat sich einfach auch in die Herzen der Fans gekämpft, war unser Abwehrchef, als wir um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt haben, hat dazu auch immer viele Tore beigetragen, indem er einfach immer die Elfmeter geschossen hat und war seine Quote einfach überragend. Deswegen, ja, Langenecke ist einfach ein absolutes Biest gewesen, ist ja auch jetzt mittlerweile Trainer, hat glaube ich die U17, U19, ich glaube auch früher schon U12 und sowas trainiert, ist auf jeden Fall ein überragender Mann und ja, ich bin froh, dass er bei uns bei Fortuna geblieben ist, dass wir noch viel von ihm haben und ja, ist auf jeden Fall auch ein sympathischer Typ und muss man auf jeden Fall hier nennen. Auf der Linksverteidigung
Innenverteidigerposition, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Bei den Spieler, den ich jetzt gleich nennen werde, da bin ich jetzt nicht so ganz der krasse Sympathisant. Ich fand ihn nie scheiße oder so, aber ich muss jetzt sagen, so krass sympathisch oder so fand ich ihn jetzt nicht. Aber tatsächlich gibt es auf der Position nicht so wirklich den Spieler, den ich jetzt irgendwie nennen kann. Ich hätte jetzt auch hier wieder so einen Kabownik nehmen können, den ich in der Saison auf jeden Fall sehr cool fand, als er bei uns war. Aber es sind alles für mich so ein paar Spieler, die ich hier auf jeden Fall nicht nennen werde. Deswegen gehe ich auf der Linksverteidigerposition mit Johannes Vandenberg. Ja, ich glaube, auch hier kommen wir nicht drum rum, um den Mann einfach mal so ein bisschen zu würdigen. Hat mit uns auch natürlich den Aufstieg gefeiert in die Bundesliga. Passt eigentlich hier meine Viererkette ganz gut. Siebert und Zimbo auf der rechten Seite, die ja jetzt aktuell zusammenspielen, und Langenecke und Vandenberg, die damals zusammengespielt haben und sehr gut funktioniert haben. Ja, und ich glaube, das hier ist auf jeden Fall eine solide Viererkette. Und viel mehr kann ich wirklich nicht zu Vandenberg sagen. Auf jeden Fall ein cooler Spieler. Hat immer seinen Job gebracht, hat immer vernünftig gespielt und war einfach ein super Kerl so. Aber so der krasse Sympathieträger war er jetzt bei mir nie. Aber ich muss ihn hier auf jeden Fall nennen, weil er auf dieser Position nicht wirklich viel andere Alternative gab. Beziehungsweise hätte ich jetzt hier auch Ioa nennen können, aber Ioa ist kein Linksverteidiger, sind wir mal ehrlich. Deswegen nenne ich den jetzt auf jeden Fall hier nicht. Dann kommen wir zu meinen beiden zentralen Mittelfeldspieler. Wir gehen auf der rechten Seite mit einer absoluten Legende, Nummer 17. Wer fällt euch ein bei der Fortuna? Wer soll es sein? Andreas Lumpi Lamberts natürlich. Unser Aufstiegsheld, vierte Liga bis erste Liga, alles gerockt und war für mich einfach, also das hört sich jetzt sehr lustig an oder sehr dumm sozusagen ein bisschen, aber ich musste teilweise früher auch immer ein bisschen lachen, wenn ich den spielen sehen habe, weil der war so dieser, er war unser Thomas Müller, fand ich. Also so, hat sich gar nicht Fußball-like bewegt, war immer so ein bisschen, hat so eine komische Laufart gehabt, aber er war dann einfach immer so dieser Spieler für diese besonderen Momente. Also gefühlt, Lamberts hat den Ball in der Mitte, dann erwartest du irgendeinen scheiß Fehlpass, den er spielt. Er spielt 10 Fehlpässe im Spiel und dann beim 10. Mal denkt er sich, ach, weißt du was, ich ziehe einfach mal aus 30 Metern ab, haut das Ding einfach irgendwie oben rechts in den Winkel und lässt das ganze Stadion ausrasten. Das war einfach irgendwie typisch Lumpi Lamberts. Er war nie dieser Weltklasse-Spieler oder beziehungsweise ein richtig guter Spieler, aber er war einfach der mit diesen random Momenten, mit diesen besonderen Momenten, wo du dir einfach nur dachtest, jo, das ist einfach wieder Lumpi Lamberts, so, der haut das Ding da einfach oben rechts rein, so, als hätte er nie was anderes gemacht, aber im Spiel zuvor spielt er 60 Minuten einfach die größte Grütze, so, aber er war einfach besonders und ich glaube, vielen werden einfach diese Bilder im Kopf bleiben, als wir nach 15 Jahren wieder in die Bundesliga aufgestiegen sind gegen Hertha, wo er mit dem Pyro in den Fans gefeiert hat. Ich glaube, das wird bei sehr vielen Fans einfach jahrelang noch im Kopf bleiben, deswegen ist das hier auf jeden Fall eine absolute Legende und gesetzt in meinem zentralen Mittelfeld. Dann kommen wir auf dem linkszentralen Mittelfeldspieler zu sprechen. Das hier ist Marco Christ. Ich glaube, viele hier würden so mit Oliver Fink gehen. Ist auch auf jeden Fall kein schlechter Call. Es gibt ja auch noch ein paar andere Spieler, die man auf jeden Fall nennen kann. Für mich ist es Marco Christ. Ich glaube, ich brauche nicht vielen erzählen. Ich glaube, es war damals Block 154 Warsteiner Tribüne oder wie die hieß. Wenn man so guckt, da wo die Ultras jetzt gerade in der Mitte sind, also wenn man sozusagen vom Tor aus auf die Fans guckt, ist das sozusagen links oben gewesen. Auf jeden Fall saßen mein Dad und ich da und hatten den perfekten Blick. Ich glaube, es war dritte Liga, Werder Bremen 2. Ich glaube, Stand 0-0 oder 1-1. Fortuna musste gewinnen. Ich glaube, es war das vorletzte Spiel oder der vorletzte Spieltag. Und Fortuna musste gewinnen. Und Marco Christ läuft die rechte Seite entlang. Ich kann mich noch voll dran erinnern. Die Hälfte des Stadions war sozusagen mit Sonne und die Hälfte des Stadions war mit Schatten. Und da, wo Marco Christ war, da kam die Sonne sozusagen her. Also er hat quasi, kam von der rechten Seite und über ihn war sozusagen die Sonne. Dann ist er rechts außen gelaufen. Dann bringt er diese komische Flanke, Schuss, was auch immer. Ich denke, es war eher eine Flanke. Bringt die rein. Der Torwart durch die Sonne nichts gesehen. Auch kein Cappy aufgab, gar nichts. Der Ball fällt hinten über ihn rein. Und ja, das ganze Stadion rastet aus und Fortuna ist aufgestiegen in die zweite Liga. Auch nach sehr vielen schwierigen Jahren. Und ja, das war einfach auch ein super Erlebnis. Und da ist auf jeden Fall Marco Christ für mich verantwortlich. Und generell auch ein Spieler, der mir sehr krass in Erinnerung bleibt. Auch einer, der ja Standards richtig geil verkörpert hat. Also ja, wir haben ja schon richtig lang keinen mehr bei der Fortuna, der richtig gut in Standards ist. Und damals Marco Christ, das war einer, der konnte das richtig gut. Der hat auch einen richtig fetten Bums drauf. Der hat auch mal Dinger aus der zweiten Reihe abgelassen mit keine Ahnung wie viel km/h und hat die da reingeschweißt. Also auch für mich auf jeden Fall ein absolut geiler Spieler so. Und ist hier für mich auf jeden Fall auch verdient dann auf dem linken ZM. Dann gehen wir weiter auf meine Flügelposition. Und hier habe ich auf dem linken Flügel natürlich Axel Bellinghausen. Ja, unsere Nummer 11, die die Linie geackert hat, defensiv wie offensiv, sich in Zweikämpfe reingeschmissen hat. Natürlich auch einer, der schon durch die Jugend bekannt wurde bei der Fortuna. Einfach auch
ein absoluter Publikumsliebling. Und als er dann damals zurückkam, ich glaube, da haben viele Fans ja Jubelschreie gefeiert. Und ja, wie er dann auch zu uns gekommen ist, Bundesliga, das war natürlich auch richtig geil. Dann auch die Spiele, wie er die abgeliefert hat. Und ja, einfach eine absolute Legende bei der Fortuna. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ist ja auch ein Funktionär bei der Fortuna aktuell. Ja, und für mich auf jeden Fall hier auch ganz klar gesetzt auf der linken Flügelposition. Dann kommen wir zu meinem rechten Flügel und ja, ich glaube, hier werden viele Leute auch nicht so wirklich den Call fühlen, aber es ist tatsächlich ein Spieler, der gerade mal eine Saison bei der Fortuna gespielt hat, aber mich in dieser einen Saison auf jeden Fall richtig in seinen Bann gezogen hat, beziehungsweise mit seinen Toren und seiner Art hat er mich einfach dazu gebracht, ihn zu feiern. Ist tatsächlich, ja, ich habe einen Lieblingsspieler bei der Fortuna, das ist Jeremy Siebert, und ich habe einen absoluten Lieblingsspieler oder den Lieblingsspieler, den ich ja einfach komplett feiere, und das ist tatsächlich Luke Bakio. Ja, und wenn ich von Lieblingsspieler spreche, dann meine ich Lieblingsspieler. Ich habe auch ein paar Karten von ihm gesammelt. Ich weiß nicht, wer in diesem Trading Card so ein bisschen was, ja, wer da was von versteht. Aber hier zum Beispiel die Karte, das ist Hattrick Held, steht hier drauf. Das ist natürlich die Karte, als er den Dreierpack gegen Bayern gemacht hat. Ist einfach auch unvergessen gegen Manuel Neuer, 3 Tore. Ich habe hier auch, ja, auch ein paar Karten sozusagen von Hertha. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch nach der, ja, Fortuna-Ära habe ich ihn trotzdem noch verfolgt. Und wie gesagt, deswegen habe ich hier auch noch ein paar Karten. Hier zum Beispiel auch vom belgischen Debüt, also wo er das Debüt gegeben hat von Belgien. Und hier ist sogar tatsächlich ein Matchworn-Trikot drin. Ja, das sind auf jeden Fall coole Karten. Und wie gesagt, ich feiere den Spieler einfach. Das ist mein, ja, wirklich Lieblingsspieler. Ich verfolge auch seine Spiele. Er ist ja jetzt bei Sevilla aktuell. Hat jetzt zuletzt auch mal wieder getroffen, kurz vor der Halbzeit. Und ja, ich gönne dem einfach alles. Ich feiere den. Ist einfach ein super Spieler. Hat in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder Pech gehabt, dass er immer wieder bei Mannschaften gelandet ist, die irgendwie gegen den Abstieg gespielt haben. Fortuna hat eine super Saison damals gespielt, 10. Platz mit Friedhelm Funkel unter ihm. Dann der für mich logische Schritt, vielleicht nicht logisch, dass er zu Hertha gegangen ist, aber Hertha damals mit den Millionen, das hat natürlich gelockt. Deswegen, ich glaube, da ist ihm keiner böse und er hat meiner Meinung nach anders wie Benito Raman ganz, ganz anders kommuniziert, was so seinen Wechsel angeht. Er hat sofort gesagt, wenn die Möglichkeit da ist, weiterhin Bundesliga zu spielen und bei einem guten Club unterzukommen, dann macht er das. Das hat er auch gemacht und hat sich bei Fortuna bedankt für alles. Und ich glaube, ja, da sind einfach viele Fortuna-Fans heute noch dankbar für, weil er einfach, ja, für mich so, also in meiner Ära, die beste Saison der Fortuna mitgeprägt hat und ja, einfach für mich da zu meinem absoluten Lieblingsspieler geworden ist. Und ja, das sieht man, indem ich ihn heute immer noch verfolge. Ja, dann will ich das Video auf jeden Fall nicht mehr so lang halten. Kommen wir zu meinen beiden besten Stürmern oder meinen Sympathieträgern in den Stürmerpositionen. Da haben wir auf der linken Seite Ruben Hennings. Ich glaube, da brauche ich auch hier keinen Düsseldorf-Fan irgendwas erzählen. Also, wenn du an Stürmer und Fortuna Düsseldorf denkst, so was am besten gematcht hat, so in den letzten Jahren, dann ist das auf jeden Fall Ruben Hennings absoluter Publikumsliebling gewesen. Auch der Abschied damals war schwer. Ich fand die Art und Weise, wie der Verein am Ende mit ihm so ein bisschen umgegangen ist, fand ich ein bisschen, ja, blöd, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so ist es am Ende gewesen und ja, war der Mann für wichtige Tore, war der Mann, der ja generell Tore geschossen hat, egal in welcher Liga, ob es zweite Liga war, erste Liga, hat immer abgeliefert, hat sich immer reingehängt, die Truppe mitgepusht, ist ja auch zum, ich glaube, Kapitän geworden damals. Ja, und da brauchen wir auf jeden Fall nicht drüber sprechen. Ist auf jeden Fall hier ein Spieler, den du im Sturm auf jeden Fall nennen musst. Dann kommen wir zu meinem letzten Spieler und der rechte Stürmer ist Sascha Rösler. Ihr kennt ihn alle, ist auch bei der Fortuna Funktionär, ist ja da für die Seitenlinie ein bisschen zuständig, was so Einwechslungen und sowas angeht. Also ist da auf jeden Fall auch der Fortuna erhalten geblieben. Damals hat er auch unfassbar geile Tore geschossen. Ich glaube, wir erinnern uns alle an das Tor gegen den VfL Bochum, sein Fallrückzieher. Ich kann mich auch noch an das Kommentar damals von Olli Bent im Radio erinnern. Das ist einfach... Fortuna-Spieler,
Ja, ist er denn wahnsinnig? Richtig geil gewesen und ja, ist auch einfach auch ein absoluter Publikumsliebling geworden dann in der Zeit. Hat gar nicht mal so lange für die Fortuna gespielt, aber in der Zeit auf jeden Fall überzeugt und hat einfach alles gegeben in dem Trikot. Und ja, wie gesagt, auch diese Saison mit Maximilian Beißer, den man hier vielleicht auch nennen könnte, Ranisaf Jovanovic und so, waren auf jeden Fall coole Spieler, coole Saisons, die sie da gespielt haben. Und da war halt Sascha Rösler mit seinen Toren auch auf jeden Fall mit dran beteiligt, dass wir damals dann auch wieder in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und auch die Geschichten mit denen, wo er da die Fans zurückhalten musste beim Hertha-Relegationsspielen. Das sind einfach so unvergessene Momente und ist auch einfach außerhalb von der Fortuna ein absoluter, ja, ein feiner Kerl auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall hier mein letzter Spieler und meine Sympathie-Elf sozusagen hier. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall am Ende dieses Videos und falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und falls ihr Bock habt, dass ich nochmal so ein Video mache und wir gehen mal so nach den für mich stärksten Spieler der Fortuna, also wer war so in meiner Zeit die stärksten Spieler auf den einzelnen Positionen und da machen wir so ein Top-Elf drauf, dann auch einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, dass ihr das wollt. Dann mache ich das sehr gerne. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.